gleichen Moment. Gleich. So. So. Okay. Itza. So, hallo zusammen. Heute mal auf dem Home-Trainer. So. Jetzt schauen wir mal, wie das Video bei euch ankommt. Ich habe ja in Twitter reingeschrieben, dass ich den Zettel daheim vergessen habe, mit die Grüße drauf. Und jetzt nochmal speziell an den Mösenpaul. Wenn ich sage, grüß dich am Samstag, dann ist es Samstag. Und zwar werde ich dich heute schon noch grüßen, aber nicht jetzt in dem Video, sondern ich mache nochmal extra Video, da wo ich die Grüße dann speziell nachhole. Und ja, ich habe jetzt dort den achten Gang drinne. Bei meinem normalen Rad gibt es 24, aber bei aber der Home-Trainer da, der Hundling, der hat bloß 8. Und ich muss natürlich immer mit dem schwersten Gang fahren, ne? Auch der Berg rauf. Aber mittlerweile habe ich schon gelernt, dass dann, also mit dem richtigen Rad, dass dann, wenn man bergauf fährt, natürlich leichter geht, wenn man runter schaltet, ne? Das Schöne ist, wenn man am Berg oben ist, schönste ist die Abfahrt. Ja, und vom Wetter her habe ich gesehen, wird es schon langsam schöner. Also wenn es so weitergeht, dann werde ich auch mal weitermachen mit Max on Tour. Sind wir ja schon bei der 6. Folge, also Zahl 6. Die Zahl. Und Headbang werde ich demnächst auch. Ja, und mehr will ich jetzt auch nicht ankündigen. Naja. Oh, mal ein bisschen schneller. Ja, so schlafen wir nicht. Können Sie auch mal so machen, dass der. Können Sie auch mal so machen, dass der Ali hier radelt, ne? Der Ali, weißt du? Ja, der Drachenlord hat es natürlich ein bisschen verschnellert, das Ganze. Aber ich mach das nicht. Ja? Ich zeig's euch so, wie ich wirklich auf dem Home-Trainer fahre. Sieht jetzt aus wie ein alter Opa bestimmt. Naja, schauen wir mal, 7. Gang. Bisschen leichter, da geht's schon schneller. So. Jetzt. So, jetzt habe ich den 6. Gang drin. 50. Der leichteste Gang beim Home-Trainer ist natürlich der 1. Aber das wäre ja blöd fürs Video, ne? Weil sonst kann man ja sagen, ja, der fährt ja mit dem 1. Gang, Alter. Der hat ja nicht einmal den 5. Gang drin, Mann. Ne? Aber, naja. Auf jeden Fall schwingen wir jetzt mal kurz die Backe. Naja, also so auf dem Home-Trainer radeln tue ich ja selten, gell? Und ich bin ein Sportmuffel, das habe ich ja schon mal gesagt in dem Video. Und von daher habe ich ja auch den Bauer nicht so schnell los. Aber irgendwie schaffe ich das dann schon. Es sind ja noch 10 Monate, glaube ich, bis zum Jahresende. Und ich denke, das schaffe ich schon. Aber ich radel natürlich nicht immer, das mache ich jetzt bloß für das Video, weil ich komme so selten daher, wo ich jetzt bin. Und von daher geht das jetzt bloß das Video lang da, das Radeln. Ne? So. Ja.
oder? Ich muss bloß immer wieder gucken, dass mit der Zeit steht, weil ich kann mit dem Handy eben nur bis zu 15 Minuten filmen, aber ein bisschen können wir noch radeln. Also, wir sind auch aufs Radl. Ja. So. Ja. Und ich möchte mich, so, ich bin wieder auf dem Rad. So. Also, ich möchte mich auch noch bedanken für 733 Abos. Und dass man mit euch so gut schreiben kann, ist auch immer wieder schön. Also mit manchen von euch, weil ab und zu gibt es welche, die halten mir für ganz deppert. Ja, aber ganz deppert bin ich nicht. Ich stelle mich zwar deppert, aber brauchst nicht meinen, dass ich deppert bin. Ja? So. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich wie immer abonnieren und den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ihr könnt mir in Twitter und Instagram folgen. Und ich blende euch ein, wie ich in Twitter und Instagram weiß. Ansonsten schauen wir mal, was wir aus dem restlichen Tag machen können. Bei dem schönen Wetter vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen. Ja? Mal schauen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen restlichen Samstag. Der Basti und ich, wir werden heute Abend versuchen, den Stream ins Laufen zu bringen. Ich hoffe genauso wie ihr, dass wir den Stream ins Laufen bringen. Entweder Juno oder YouTube, je nachdem, was besser geht. Das in YouTube, da braucht man Geräte, habe ich gehört. Und die Geräte, die habe ich ja nicht. Also von daher wird YouTube streamen ein bisschen schwierig. Man kann in Instagram noch streamen. Das geht auch noch, habe ich gehört. Das werden wir heute Abend vielleicht auch noch versuchen. Aber wieso das in Juno nicht geht, das geht mich schon auch interessieren. Auf jeden Fall probieren wir auch YouTube heute Abend. Also, nochmal, ganz langsam. Haben wir jetzt wieder versprochen. Entschuldigung. Also, der Basti und ich, wir werden versuchen, entweder in Juno, in YouTube oder in Instagram einen Stream zusammenzubringen. Wo es dann klappt, das gebe ich dann in die Kommentare und in Instagram und in Twitter bekannt. Und dann können wir demnächst einmal wieder gescheit streamen miteinander. Weil ich glaube, bis wir das ins Laufen bringen, dauert es nur eine halbe Ewigkeit. Und wenn wir dann streamen, dann sage ich euch Bescheid. So, aber jetzt einen schönen restlichen Samstag. Habe die Ehre. Wir sehen uns dann nachher im zweiten Video. Das dann ein bisschen ein kürzeres wird, wie das jetzt. Also, habe die Ehre. Wir sehen uns. Dann muss ich wieder vom Radl runter. So. Hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr wollt, dass ich mich nochmal auf dem Hometrainer hocke irgendwann einmal, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. So viel jetzt von Max Radelt. Habe die Ehre, wir sehen uns. So. Jetzt bin ich wieder daheim. Vor dem gewohnten Schrank hinter mir. So. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten da, für möglich kalten, Entschuldigung, für möglich kalten, wollte ich sagen, dass ich die Grüße jetzt noch hinbringe, weil das letzte Video, das Hauptvideo hat jetzt bloß 8 Minuten noch was dauert, weil ich war extra jetzt bei meiner Oma auf dem Hometrainer und bin halt geradelt, ein bisschen, bis zu 8 Minuten noch was. Und jetzt eben noch 5 Personen, die ich zu grüßen habe. Ich habe es mir extra rausgeschrieben. Ich blende es auch im Bild ein. Also die erste Person, Schmuli Schädelgeier. Servus. Der Mickey S.
und der nächsten und dritten Person, der habe ich schon vor ein paar Tagen versprochen, dass ich sie heute grüße, weil ich habe mit denen einen Deal. Wenn ich sie jetzt grüße, dann schreibt er nicht mehr so heftige Sachen, nein, wir Basti redet wie eine Frau, wie wenn man den Pimmel abgeschnitten hätte und so Zeug. Mir wurde heute zwar gesagt, ehrliche Kritiker braucht's, und das verstehe ich auch, das ist auch wirklich so, dass ehrliche Kritiker braucht, aber es kommt halt drauf an, wie man sich ausdrückt. Ne? Aber okay. Ich mache jetzt meinen Deal wahr, also den löse ich jetzt ein, den Deal. Ich grüße jetzt den Mösenpaul. Ne? Der Basti hat die ja schon sozusagen als alten Freund angenommen, ne? Weil du immer über ihn schreibst, so komische Sachen, wie er so schön sagt, der Basti. Und sagt immer, der Mösenpaul ist unser alter Freund. Ja. Oh, servus Mösenpaul. Jetzt habe ich den Deal eingelöst. Jetzt passt's. Ja. Und ich hoffe, du hältst dich auch dran, was wir ausgemacht haben. Gell? Das wäre dann astrein, Alter. So wie das du geschrieben hast, ne? Ja, dann kommen wir zur vierten Person, Nuri Dersimi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dersimi. Da die vierte Person auf der Liste. Ich hoffe, es ist richtig rum bei euch. Also, Dersimi. Und zur letzten Person, Anastasia Jovanovic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jovanovic. Dürfte eigentlich stimmen. Okay, also noch einmal, ich habe es ja im Hauptvideo schon gesagt, die Verabschiedung eigentlich, und euch einen schönen restlichen Tag wünscht. Aber ich wünsche euch jetzt auch noch mal einen schönen restlichen Samstag. Habe die Ehre, wir sehen uns.